Es scheint eine unberührte Landschaft zu sein. Felsen im Mittelmeer, weite Waldflächen. Mallorca und die Inselwelt der Balearen. Überall Windräder, typisch für diese Inseln. Und kleine Bergdörfer wie das idyllische Val de Mossa im Tramontana-Gebirge. Die Kehrseite. Bauruinen am Strand von Estrenk. Und wilde Müllkippen an der Playa de Palma. Das Meer verkommt zur Kloake. Fäkalien aus den Touristenhotels vergiften das Wasser. Noch gibt es sie vor den Küsten Mallorcas. Tintenfische und viele andere imposante Meeresbewohner. Doch sie sind selten geworden, bedroht von immer mehr Dreck im Meer. Mallorca und die Balearen. Seit Jahrzehnten locken die Strände, nur 2 Flugstunden von Deutschland entfernt. Urlaubsträume. Ja, die Gegend, das Ruhige, die Menschen haben einfach eine ganz andere Ausstrahlung als in Deutschland. Ja, kommen wir mal zur Ruhe, kommen wir mal zu sich selbst. Was gefällt Ihnen denn hier? Ja, auch einfach nur mal ausspannen, an nichts anderes denken als an Urlaub, sich's gut gehen zu lassen und einfach auch mal die Beine baumeln zu lassen. Ruhe und Erholung? Viele Millionen Touristen fliegen jedes Jahr nach Mallorca und auf die anderen Inseln. Manchmal liegt das Hotel direkt in der Einflugschneise. Massentourismus schrankenlos. Auch das sind die Balearen, nicht nur hier am berüchtigten Ballermann auf Mallorca. Doch was sind die Folgen für Natur und Umwelt? Das interessiert uns. Ibiza, Menorca und die Hauptinsel Mallorca. Rund 1500 Kilometer sind die Balearen von Deutschland entfernt. Wie die meisten Touristen kommen wir hier an, am Flughafen Palma de Mallorca. 21 Millionen Passagiere werden pro Jahr abgefertigt. Fast jede Stunde gibt es Direktverbindungen zu deutschen Flughäfen. Per Bus geht es weiter ins Hotel und an den Strand. Wir sind zum Balneario Nummer 6 gefahren. Auf Deutsch zum Ballermann. Dicht gedrängt liegen hier die Touristen. Baden im Meer, das ist Nebensache. Eine schöne Grüße an meine Mama. Mama, das bin ich. Saufen rund um die Uhr. Bevorzugt aus dem Sangria-Eimer. Für die einen ist es der Traumurlaub, für andere der Albtraum. Unterwegs am Ballermann sind wir mit dem Salzburger Meeresbiologen Dr. Robert Hofrichter, der seit Jahren die Auswirkungen des Massentourismus erforscht. Fast idyllisch erscheint uns diese Sandburg im Vergleich zu den Menschenmassen gleich nebenan. Hier spricht man Deutsch. Und manche sagen, hier zeigt sich der Deutsche von seiner hässlichsten Seite. Hallo. Doch die vielen Touristen aus Deutschland, sie bringen Geld nach Mallorca, schaffen Arbeitsplätze. Nicht nur in den zahllosen Diskos, in denen rund um die Uhr gefeiert wird. Gleich hinter dem Ballermann liegen die Billighotels. Heruntergekommen, manche sogar abbruchreif. Massentourismus pur auf Mallorca.
Was sind die Folgen? Gleich neben dem Strand finden wir die Abwasserkanäle der überlasteten Kläranlagen, die den Dreck direkt ins Meer leiten. Und hinter den Hotelanlagen in El Arenal an der Playa de Palma wachsen die Müllberge. Den Niedergang ihrer Insel wollen viele Mallorquiner so nicht mehr hinnehmen. Wir fahren in die Hauptstadt Palma. In einer Seitenstraße hat der mallorquinische Umweltverband GOB seinen Sitz. Ein mächtiger Verband mit vielen Mitgliedern und viel Einfluss. Playa de Palma ist the most important tourist resort in the Balearics. Die Playa de Palma ist das wichtigste Tourismuszentrum auf den Balearen, erklärt uns Masia Blasquez, der Präsident des Umweltverbandes. Der Massentourismus, die vielen Touristen dort, das schafft große Probleme. Der hohe Energieverbrauch vor allem, der Wasserverbrauch, das Abwasser. Gemeinsam mit der Regierung wollen wir die Situation an der Playa de Palma verbessern. Die Zahl der Hotelbetten auf die Hälfte des derzeitigen Standes reduzieren. Es sollen, wenn möglich, nur noch halb so viele Touristen wie heute kommen. Weniger Touristen, dafür mehr Luxushotels, die Geld bringen, so der Plan, den der Umweltverband entwickelt hat. In Illetas, wenige Kilometer weiter, ist das heute schon verwirklicht. Doch hilft dieses Konzept der Umwelt? Der Beweis steht aus. Auch hier ist das Bad im Meer nicht die reine Freude. Illetas ist mit Hotels zugepflastert. Die viel zu kleinen Kläranlagen sind überlastet. Und so gelangen die Abwässer immer öfter ungefiltert ins Meer. Plastiktüten und Fäkalien im Meer. Das finden wir an mehreren Stränden. Die Touristen hier, die viel Geld für ihren Urlaub auf Mallorca bezahlt haben, sind angesichts dieser Bilder empört. Ziemlich eklig. Also wir sind jetzt seit 2 Tagen hier und heute ist die schlechteste Wasserqualität überhaupt. Also ich gehe heute da nicht rein, ganz ehrlich, weil heute Vormittag sind wir hier rausgekommen, da war alles wunderbar klar und jetzt kommt hier so ein, ich habe erst gedacht, es wäre Öl, aber es ist ein ziemlich schleimiges Zeug, was hier auf der Wasseroberfläche schwimmt und da gehe ich nicht rein. Und der Wellengang ist auch nicht so, dass man meinen könnte, heute Nachmittag wäre alles vorbei. Und ausgerechnet in diese Bucht hier, die klein ist und wo nichts mehr raus kann, kommt jetzt alles rein. Ich finde es sehr schade. Ungeklärte Abwässer aus den zahllosen Hotelanlagen in Illetas. Das ist nicht nur ein Problem für die Badegäste. Am Hotelstrand fallen uns diese grünlichen Algen auf. Anzeichen dafür, dass die Wasserqualität nicht in Ordnung ist, weiß der Meeresbiologe Robert Hofrichter. Es gibt die Frage, wie die vielen Menschen, die hier Urlaub machen oder hier leben, mit Wasser versorgt werden, wie die Abwässer entsorgt werden, was mit dem Müll passiert, wie sich das auf das Meer auswirkt. Das kann man auch beobachten, wenn man sich zum Beispiel die Algenvegetation anschaut, dominieren hier bestimmte Grünalgen, die ein Anzeichen, ein Indikator sind für Überdüngung. Das heißt, man sieht es ganz deutlich, dass hier zu viele Nährstoffe ins Meer gelangen. Zu viele Nährstoffe durch zu viel Abwasser. Und das sind die Folgen. Die grünen Algen überwuchern alles. Nach und nach stirbt das Leben im Meer. Wie hier in der Bucht von Santa Ponsa. Thank you.
Mallorca. Das ist nicht nur Billigtourismus am Ballermann. Hunderte Luxusjachten finden wir im Hafen der Hauptstadt Palma. Rund 60.000 Deutsche leben dauerhaft auf der Insel. Viele Reiche haben hier ihr Boot. Und ihren Lieblingsgolfplatz. Nirgendwo gibt es so viele Golfplätze auf so engem Raum wie auf Mallorca. Gerade deutsche Touristen kommen gerne hierher. Also mir macht es Spaß, dass ich meine Ruhe hier habe. Ich kann mich hier relaxen und bin gerne in der Natur. Relaxen in der Natur. Doch die Natur ist hier ganz und gar nicht mehr natürlich. Die ausgedehnten Rasenflächen müssen ständig künstlich bewässert werden. Ein einziger Golfplatz braucht täglich die Wassermenge eines ganzen Dorfes. Ein Golfplatz braucht sehr viel Wasser und Wasser ist im Mittelmeerraum Mangelware. Speziell im Sommer regnet es oft viele Monate nicht und dann wird das Grundwasser angezapft. Eine Folge ist, dass der Grundwasserspiegel sinkt und das hat Auswirkungen dann auf viele andere Dinge, auf die Vegetation, auf das Klima. Es dringt Salzwasser ein vom Meer her in diese Horizonte des Grundwassers. Also da gibt es ganz viele Folgen. Manche Golfplätze nutzen Wasser aus Kläranlagen zur Bewässerung. Die meisten allerdings verwenden auch das kostbare Trinkwasser. Die Umweltschützer auf Mallorca sehen deshalb den Freizeitspaß Golf sehr kritisch. Wir haben im Durchschnitt 900 mm Verdunstung pro Quadratmeter Boden, aber nur 600 mm Regen, sagt Marcia Blasquez vom Umweltverband GOB. Wasser ist knapp. Deshalb sind Golfplätze einfach nicht geeignet für unser Klima. Im Gegensatz dazu haben wir aber 24 Golfplätze allein auf Mallorca. Und jetzt soll ein weiterer gebaut werden. Das ist verrückt. Wasserknappheit auf Mallorca. Von Palma aus sind wir rund 40 Kilometer weitergefahren, ins Tramuntana-Gebirge. Durch den hohen Wasserverbrauch in den Touristenzentren sinkt im Hochsommer der Wasserspiegel dieses Stausees dramatisch, so erfahren wir. Und auch die Bauern, die Felder an den Ausläufern des Tramuntana-Gebirges bewirtschaften, müssen mit immer weniger Wasser auskommen. Anlagen wie diese, die aus dem Meer Trinkwasser gewinnen, sollen helfen. Doch diese Anlagen sind teuer, brauchen viel Strom. Dem Massentourismus müssen Grenzen gesetzt werden, fordert der Direktor des Staatlichen Instituts für Tourismus auf den Balearen. Es ist ganz klar, dass das Thema Umweltschutz in der Welt des Tourismus immer mehr Bedeutung haben wird, sagt Anthony Munar-Cardell. Wir wollen, dass die Inseln, die so sehr von der Natur begünstigt sind, erhalten werden. Weil das, was sich auf den Umweltschutz bezieht, wird, wie eben schon gesagt, eines der zentralen Elemente unserer Überlegungen für die Zukunft sein. Die Schönheiten der Natur erhalten. Ist das mehr als nur ein Lippenbekenntnis? Wir sind quer über die Insel zu den Salinen gefahren. Wie früher wird noch heute in diesen Becken durch Verdunsten des Meerwassers Salz gewonnen. Die Landschaft, ein Naturschutzgebiet voller seltener Vögel und Pflanzen. Musik
Gleich neben den bewachsenen Dünen, mitten im Naturschutzgebiet, liegt einer der schönsten Strände Mallorcas, Es Trenc. Dass wir hier nur wenig Massentourismus finden, das liegt daran, dass Hotels und Apartmentanlagen mitten im Naturschutzgebiet nicht gebaut werden dürfen. Eigentlich. Am Rande des Strandes fallen uns Bauruinen auf. Eine komplette, halb fertiggestellte Ferienanlage. Seit Jahren stehen die Ruinen hier. Schwarzbauten, illegal errichtet von einem ortsansässigen Investor, der darüber pleite ging. Eigentlich, so will es das Gesetz, müssten die Ruinen abgerissen werden. Dafür ist die Gemeinde zuständig. Doch der, so erfahren wir, fehlt schlicht das Geld. Fertig gebaut werden darf die Anlage mitten im Naturschutzgebiet aber auch nicht. Und so werden die Ruinen auch weiterhin hier bleiben. Immerhin ein Mahnmal für das, was es auf Mallorca an vielen Orten gibt. Schwarzbauten. Wir sind weitergefahren nach Port Andratx. Der malerische Hafenort ist fest in deutscher Hand. Über 1000 mehr oder minder prominente Millionäre haben hier ihren teuren Zweitwohnsitz. Doch diese Häuser hier stehen leer. Schwarzbauten. Gerhard Hau vom Umweltschutzverband GOB kennt die Geschichte der Siedlung. Das ist ein Krimi mit äußerst schlechtem Ausgang für die Beteiligten. Der Bürgermeister sitzt im Gefängnis. Der hat also illegalerweise ja die Baugenehmigung gegeben und hat da dann auch Schmiergelder gezahlt. Der sitzt jetzt schon seit Dezember im Gefängnis und wird noch mehrere Jahre dort sitzen, weil immer noch etwa 80 Verfahren gegen ihn anhängig sind, wegen Schmiergeldzahlungen und illegalen Baugenehmigungen. Dabei sitzt aber auch der Chef, der frühere Chef der Regionalplanung von Mallorca, der auch hier beteiligt war an diesen illegalen Geschäften, auch im Gefängnis. Der neue Wohnsitz von Eugenio Hidalgo, dem ehemaligen Bürgermeister. Das Gefängnis in Palma. Über Jahre soll er im Rathaus von Andratx für illegale Baugenehmigungen kräftig kassiert haben, so die Behörden. Auch noch das letzte Fleckchen Erde rund um den Ort wurde zugebaut. Schwarzbauten und Korruption. Was wird dagegen getan auf den Balearen? Das größte Problem, das wir hier haben, ist, dass sich die Gemeinden über Gebühren für Bauvorhaben finanzieren, sagt Gabriel Vicens, der zuständige Minister der Balearen. Wenn diese nicht Geldmittel erhalten, die aus anderen Quellen stammen, werden wir das Problem haben, dass die Gemeinden nicht, sagen wir, aufmerksam genug sind, wenn es um Baugenehmigungen geht. Ich glaube, dass es deshalb so wichtig ist, dass wir mit einem neuen Gesetz vorankommen, damit man all diese Dinge in Zukunft korrigieren kann. Schwarzbauten und Korruption auf Mallorca. Ob ein neues Gesetz da helfen kann, das sei dahingestellt. Wir sind unterwegs zur kleinen Insel Cabrera, einige Kilometer von Mallorca entfernt. Cabrera ist seit Jahren schon ein Nationalpark. Gebaut werden darf grundsätzlich nicht. Naturschutz wird hier ernst genommen. Für unsere Tauchgänge mussten wir eigens eine Sondererlaubnis beantragen. So wie hier muss es früher einmal überall im Mittelmeer ausgesehen haben.
Eine Muräne. Sie ist an anderen Küsten fast ausgestorben. Uns beeindruckt die Artenvielfalt in den bis zu 40 Meter tiefen Tauchgründen. Weil der Fischfang hier verboten ist, werden die Fische weitaus größer als an der Küste Mallorcas. Seit 1991 ist die Insel Cabrera ein Nationalpark. Hier gibt es keine Hotels, die Abwässer ins Meer leiten. Hier ist die Unterwasserwelt noch ursprünglich. So ein Tauchgang macht Mut, weil er zeigt, dass es möglich ist, die Natur zu schützen, dass es möglich ist, die Natur zu nützen und zugleich auch zu schützen. Und wenn man bestimmte Gebiete schützt, so wie hier einen Nationalpark, dann kann sich die Natur, das Meer sehr gut erholen und auch die Fische kommen zurück und das ganze Leben. Also insgesamt ist es ein sehr schöner und positiver Eindruck. Von Cabrera aus fahren wir weiter. Unser nächstes Ziel, die Insel Ibiza mit ihrer Hauptstadt Evisa. Ibiza, das ist ganz anders als Mallorca. Billigtourismus gibt es hier nur an wenigen Orten. Bislang zumindest. In den 70er Jahren war Evisa mit seinen malerischen Gassen das Ziel für Hippies aus aller Welt. Und heute ist die Stadt Partymetropole. Viele junge Leute kommen auf die Insel. Gerade bei deutschen Jugendlichen ist Ibiza beliebt. Also man kann hier sehr niveauvoll feiern. Im Gegensatz zu Mallorca, da geht es eigentlich nur so ums Saufen, sage ich mal. Und hier hat man wirklich tolle Clubs teilweise, wie zum Beispiel das Privilege. Da gehen 8000 Mann rein, Wasserfälle, tolle Tänzer. Und da nimmt man dann auch mal einen Eintrittspreis von 40, 50 Euro in Kauf, weil das ist es einfach wert, das muss man wirklich sagen. Man steht morgens auf, geht erstmal was essen an den Strand und schon liegen alle da, trinken was, tanzen. Es ist einfach eine gute Party jeden Tag. Die gute Party. Sie lockt jedes Jahr mehr deutsche Touristen nach Ibiza, trotz Wirtschaftskrise. Aus den verheerenden Folgen des Tourismus auf der Nachbarinsel Mallorca hat man aber nichts gelernt. Die Insel boomt. Vor allem an der Küste werden überall neue Hotels gebaut. Immer näher rücken die Baukräne an dieses Feuchtgebiet bei der Hauptstadt Ibiza. Ein Rückzugsort für seltene Tier- und Pflanzenarten. Für den Erhalt der Artenvielfalt auf der Insel sind derartige Feuchtgebiete sehr wichtig. Doch der Bauboom auf Ibiza zerstört sie unwiederbringlich. Mariano Mari ist seit vielen Jahren auf Ibiza als Umweltschützer aktiv. Er führt uns durch diese einmalige Landschaft. Bald, so befürchtet er, wird sie verschwunden sein. Zu betoniert durch irgendeine neue Ferienanlage.
Für das Feuchtgebiet hier sind die Folgen der Bautätigkeit sehr negativ, sagt der Umweltschützer. Der natürliche Zufluss von Süßwasser aus den Bächen wird unterbunden. Das Gleiche gilt für die Stellen, wo das Wasser aus dem Feuchtgebiet ins Meer fließt. Das ist ein großes Problem. Es kann auch zu Überschwemmungen kommen. Menschen mitsamt ihrem Hab und Gut sind gefährdet. Das alles ist die Folge des absoluten und totalen Mangels an Planung durch die Verwaltung. Nachlässigkeiten in Sachen Naturschutz bei den örtlichen Behörden. Das bestätigt uns die Regierung der Balearen. Dies soll sich jetzt ändern. Und inzwischen verkommt das Feuchtgebiet bei Evissa zur Kloake. Wir sind einige Kilometer die Küste entlang gefahren, nach Cala Vadeia, zu einem der letzten unberührten Strände Ibizas. Doch auch dieses Paradies wird bald verschwunden sein. Gleich neben dem Strand sind riesige Apartmentkomplexe im Bau. Ferienidylle aus der Retorte. Künstlich gepflanzte Palmen inklusive. Der Bauboom auf Ibiza. Die großflächige Zerstörung der Landschaft. Die vielen Touristen. Hat das auch Auswirkungen auf die Unterwasserwelt vor der Küste? Wenige Bootsminuten von der Hauptstadt Evissa entfernt, wollen wir zu den Überresten einer versunkenen Fischfarm tauchen. So, was machen wir? Abtauchen mit dem Seil, treffen wir uns da auf eine Struktur auf 10 Meter und dann gehen wir normalerweise... Der Tauchguide erklärt unserem Unterwasserkameramann Jörg Matzki die Route durch das Unterwasserlabyrinth. Ein paar Zackenbarsch auch, manchmal sehen wir Languste. Kleine Schnecken und so weiter, alles ist möglich. Okay? Früher wurden in den Becken dieser versunkenen Plattform Fische für die Restaurants gezüchtet. Denn der natürliche Bestand an essbaren Fischen ist vor Ibiza dramatisch zurückgegangen. Barracudas, Raubfische, die mit ihren scharfen Zähnen auch für uns Taucher gefährlich sein können. Der Meeresbiologe Robert Hofrichter dokumentiert den Fischbestand. Überwiegend sind es Schwärme kleinerer Fische, die wir sehen. Größere Fische fehlen. Für uns ein Hinweis, dass das Ökosystem nicht in Ordnung ist. Fast gar keine Fische finden wir am Wrack des 2007 gesunkenen Frachters Don Pedro, das vor der Hafeneinfahrt von Evissa auf dem Meeresgrund liegt. Bereits nach wenigen Jahren ist das Wrack stark mit Algen bewachsen. Die gigantische Schiffsschraube in 40 Metern Tiefe.
Gleich neben dem Wrack finden wir Seegraswiesen. Für ein funktionierendes Ökosystem spielen sie eine entscheidende Rolle. Seegraswiesen und ganz speziell diese Posidonia-Wiesen sind absolut schützenswert, sind ganz, ganz entscheidende Lebensräume des Mittelmeeres. Da versteckt sich eine ganze Lebensgemeinschaft. Außerdem produziert Seegras auch Sauerstoff und hält das ganze Ökosystem gesund. Doch die so wichtigen Seegraswiesen vor der Hafeneinfahrt von Evisa sind bedroht. Denn der Hafen soll ausgebaut werden. Auch eine Folge des zunehmenden Tourismus auf Evisa. Schon heute reiht sich Luxusjacht an Luxusjacht. Und in Zukunft sollen es noch viel mehr werden, so die Tourismusmanager. Der Hafenausbau wird die Wasserqualität weiter verschlechtern. Trübstoffe und aufgewirbelter Sand werden das Wachstum der Seegraswiesen empfindlich stören, so eine jüngst veröffentlichte Studie des Meeresbiologen Manuel San Felix. Das ist sehr gefährlich, sagt der Wissenschaftler. Das Licht unter Wasser ist sehr wichtig. Die Seegraspflanzen brauchen das kristallklare Wasser, das wir auf Ibiza haben. Dann wachsen sie, bleiben gesund und breiten sich weiter aus. Nicht nur die Seegraswiesen bei Evisa sind gefährdet. Das nächste Beispiel für Naturzerstörung finden wir nur 10 Kilometer weiter. Dieser Strand bei Torre Portes grenzt an ein empfindliches Dünengebiet, das eigentlich nicht betreten werden darf, so das Schild. Doch gleich dahinter gibt es Cocktails in einer frisch renovierten Strandbar. Naturschutz spielt auf Ibiza wohl nur eine untergeordnete Rolle, wenn es um die Entwicklung des Tourismus geht. Gleich neben dem überfüllten Strand und den Autoschlangen liegt Ses Salines, seit 2001 ein Naturschutzgebiet. Die Wasserflächen bieten zahlreichen Tier- und Pflanzenarten einen reichhaltigen Lebensraum. Auch deshalb wurde das Naturschutzgebiet von der UNESCO zum Weltnaturerbe erklärt. Müllabladen verboten, steht auf diesem Schild. Das wohl niemand hier so recht interessiert. In Wirklichkeit ist Ses Salines alles andere als ein Naturschutzgebiet. Was es hier auf keinen Fall geben dürfte, ist der Müll. Leider gibt es hier im Kernbereich des Naturparks auch Mülldeponien mit verschiedenen umweltschädigenden Abfällen. Trotzdem ist es sehr wichtig, dass solche Gebiete unter Schutz gestellt werden. Und das hier hat sogar einen offiziellen Status der UNESCO. Von Ses Salines auf Ibiza fahren wir weiter auf die Insel Menorca, der letzten Station unserer Reise durch die Inselwelt der Balearen. Menorca, das ist vielleicht die ursprünglichste Insel der Balearen. Massentourismus gibt es hier nur an wenigen Stellen. Fast die Hälfte der Insel steht unter Naturschutz. Vom fast 400 Meter hohen Monte Toro hat man einen herrlichen Rundblick. Also da in etwa, da ein Stück versetzt ist, unser Hotel. Tief eingeschnittene Buchten schaffen Refugien für zahllose Seevögel. Bebauung für den Tourismus ist hier streng verboten.
Menorca ist wesentlich weniger belastet durch den massiven Massentourismus, wurde nicht so bald entwickelt und nicht so schnell und nicht so massiv ausgebaut wie Mallorca, und deswegen sind viele Landschaftsformen erhalten. Insgesamt sieht man auf Menorca viel weniger Bausünden, allerdings sieht man dann einzelne, und die verschandeln oft eine ganze Landschaft, eine Bucht, einen Strand, einen Küstenabschnitt. Wie zum Beispiel diese Hotelbunker in der Bucht von Cala Galdana und bei Ciutadella, Zersiedelung einer Landschaft. Wenige Kilometer weiter, im Hafen der Stadt Mahon, fallen uns diese Bilder auf. Luftverpestung durch ein Ölkraftwerk. Eine veraltete Anlage mit hohem Schadstoffausstoß. Uns wundert, dass es derartige Kraftwerke auf Menorca gibt, denn die Insel ist ein sogenanntes Biosphärenreservat der UNESCO, also besonders geschützt. Im Zentrum von Mahon, in dieser Markthalle, treffen wir Miguel Camps. Er arbeitet auf Menorca für den Umweltverband GOB. Von ihm erfahren wir, dass 96% des Stroms auf der Insel aus fossilen Brennstoffen gewonnen werden. Aus Öl oder Kohle. Das Kraftwerk von Mahon ist für ihn bei weitem das größte Umweltproblem auf Menorca. Wir haben ein wirkliches Problem mit der Luftverschmutzung, die es hier gibt, sagt Miguel Camps. Aber es gibt auch andere Probleme mit dem Kraftwerk. Die Lagerung der Abfälle und die Erwärmung des Kühlwassers aus dem Hafenbecken, das das Kraftwerk braucht. So wird das Wasser aufgeheizt. Probleme gibt es auf Menorca auch mit dem Trinkwasser. Genauso wie auf Mallorca ist das Wasser knapp. Mit Tankwagen werden Privathäuser und Touristenhotels versorgt. Das Wasser in diesem Tankwagen stammt aus einem der rund 1500 Brunnen, die es auf der Insel gibt. Sie speisen sich aus den Regenfällen im Winter. In der trockenen Jahreszeit sinkt der Grundwasserspiegel, weil gerade die Landwirtschaft viel Wasser braucht. Zudem, so erzählt uns Miguel Camps, vergiften Düngemittel das Grundwasser. Die Landwirtschaft braucht immer mehr Platz, vor allem für die Milchproduktion, sagt er. Das führt zur Vergiftung des Bodens. Und das ist sehr schädlich für die empfindliche Landschaft der Naturschutzgebiete. Die Insel Menorca. Umweltprobleme gibt es auch hier. Dennoch, eine derart massive Zerstörung von Natur und Umwelt wie auf den Nachbarinseln Mallorca und Ibiza finden wir hier nicht. Wir sind unterwegs zu einer ganz besonderen Naturschönheit an der Küste bei Ciutadella. Tief in den Felsen der schroffen Steilküste gibt es eine Tropfsteinhöhle, die nur unter Wasser zugänglich ist. Immer weiter tauchen wir in das Höhlensystem. Dann schließlich können wir auftauchen. Riesige Tropfsteingebilde im Schein unserer Tauchlampen. Stalagmiten und Stalaktiten von beeindruckender Schönheit.
Nach fast einer Stunde in der Höhle machen wir uns auf den Rückweg. Vor Ibiza schweben wir über ausgedehnte Seegraswiesen. Ein Tintenfisch auf der Flucht vor uns. Die Unterwasserwelt hier scheint noch in Ordnung zu sein. An und für sich ist die Unterwasserwelt noch halbwegs gesund. Man sieht verhältnismäßig viele Fische, und zwar genau die Arten, die man hier im westlichen Mittelmeer auch erwartet. Also man sieht, dass man mit etwas Meeresschutz, so wie in diesem Biosphärenreservat, durchaus etwas erreichen kann. Die kleine Baleareninsel Menorca. Vielleicht könnte ja die maßvolle Entwicklung des Tourismus hier Vorbild sein für die großen Nachbarn Ibiza und Mallorca. Doch dort geht der Massentourismus ungebrochen weiter. Immer neue Hotels werden gebaut, während die alten bereits verfallen und als Ruinen die Landschaft verschandeln. Immer höher werden die Müllberge. Immer weniger unverfälschte Natur gibt es. Mallorca und die Balearen. Ein Ferienparadies vor dem Abgrund.